Da ich schon eine längere Zeit kein NASA-Video mehr gemacht habe, werde ich das mit diesem Beitrag mal nachholen. Und wir befinden uns jetzt hier schon auf der NASA-Seite, auf Twitter oder X, wie es seit einiger Zeit heißt. Ja, dieses X, das lässt anderes erahnen, was da im Grunde genommen dahinter steckt. Aber da soll es im Grunde genommen gar nicht drum gehen. Denn hier wird geschrieben, mit geschlossener Raumschiffluke ist die dreiköpfige Besatzung zum Abflug bereit. Bla bla. Bla 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 bla, aber wir werden uns mal dieses Video etwas genauer anschauen, denn gleich vorweg, ihr solltet mal so ein bisschen auf dieses Polheim achten, wie sich das so ein bisschen merkwürdig verformt, aber wir können ja mal so ein bisschen da so durchgehen hier bei der Action hier. Schauen wir uns mal das Spektakel an. Natürlich dürfen unsere berühmt-berüchtigten Glitches hier von der NASA dürfen da nicht fehlen in so einem wunderbaren Video hier. Guckt euch das an hier. Hier haben wir auch gleich zwei Logos. Einmal hier von der NASA selber und hier auch noch einmal von Roskosmos. Ja, die arbeiten alle zusammen hier im sogenannten Weltenraum oder wie immer sie das auch noch schimpfen hier. Aber wir gucken uns mal hier als erstes mal so ein bisschen den Glitch an hier. Der ist ja fast in jedem Video vorhanden hier, in dem, ich wollte jetzt gerade sagen, Sauladen, habe ich aber nicht gesagt. So, und jetzt achten wir mal so ein bisschen auf dieses Polo, wie sich das so ein bisschen merkwürdig verformt hier. Also ich habe noch nie vorher ein Video gesehen von der NASA, wo einmal so, ja, das Polohemd so ein bisschen höher rutscht. Das ist ja auch immer so schön glatt gebügelt, ne? Ist euch das auch schon mal aufgefallen hier? Ne? Also, das verformt sich hier unglaublich. Und hier auf der Rückseite, da müsst ihr da mal so ein bisschen in dieser Gegend mal achten. Oder hier auch diese komische Falte. Sah schon fast aus wie so ein Kängurubeutel hier. Oh ja, hier. Guckt das mal an hier. Also, wie kommt sowas zustande hier? Also, ich kriege mir nicht mal ein hier. Oh mein Gott, hier. Also, was für Verformung hier an dem Poloshemd, nur beim Zumachen dieser Luke. Ne? Das ist ja diese Verbindung zwischen, oder soll diese Verbindung sein zwischen diesem Raumschiff, was dann nachher wieder zur Erde zurückkehrt, ne? So einer Kapsel oder sowas. Und da sitzen da diese Kasper, die da irgendwie da so ein bisschen rumgealbert haben hier auf der Spaßstation. Die fliegen dann da wieder irgendwie wieder zurück hier. Und guckt das mal an hier, jetzt hier. Oh mein Gott, hier. Ne? Also hier, da kann man so richtig schön dran erkennen hier, wie sich das da hier verformt hier. Also das ist unglaublich hier. Ja, und jetzt muss er noch ein bisschen tun, als wenn er sehr wichtige Arbeiten hier vorführt hier. Ja, natürlich nicht. Und ich lasse es mir einfach nie nehmen, auch mal so in die Kommentare reinzuschauen. Und die ersten sind natürlich blöd, wie immer. Aber ich habe auch einen Kommentar gefunden, der das auch genau benennt. Sie können sehen, wie sich das Hemd um die darunterliegenden quadratischen Drähte bündelt. Du versteckst es nicht einmal. Nee, genau. Das ist auch das, was ich hier gerade schon gezeigt habe. Die verstecken es ja noch nicht mal. Ne? Also man kann es ja direkt sehen hier, dass das irgendwie ja mit Computertricks oder so mit CGI-Möglichkeiten so ein bisschen verändert worden ist, ne? Damit man nicht die ganzen Drähte, die Halteseile da sieht. Ne? Aber ich habe noch einen ganz lustigen Beitrag, den werden wir uns jetzt zum Ende des Videos auch mal genüsslich anschauen. So, und hier wurde dann am 24. April 2024 noch dieses wunderbare Kunstwerk veröffentlicht hier vom Weltraumteleskop Hubble angeblich. Da heißt es, alles Gute zum 34. Jubiläum at NASA Hubble. Bis heute hat das Teleskop über 1,6 Millionen Beobachtungen von 53.000 astronomischen Objekten gemacht. Darunter auch diesen brandneuen Schnappschuss des kleinen Hantelnebels. Was hat Hubble
An Ihrem Geburtstag gesehen? Ja, ist eine gute Frage. Was hat Hubble an? Guck dir mal der Teil an hier. Also, ich weiß ja nicht, was ihr seht hier, ne? Aber ich sehe hier schon wieder irgendwie so ein komisches, so eine Gefratze hier mit so einem offenen Mund hier. Und hier irgendwie könnte da auch so, ich weiß nicht, es sieht irgendwie aus wie so ein Hinterteil, ne? Ne? Und auch hier sind auch wieder so Gesichter hier drin versteckt hier, kann man ganz gut erkennen hier. Ne? Mysteriös, mysteriös hier. Also, ist wieder der Hammer hier, oder? Und kommt aber bitte nicht an und sagt hier, ich sehe irgendwelche Gespenster oder so. Ne? Also, die zeigen das ja regelrecht direkt, dass das hier alles Idiotenkram ist. Aber mit diesem lustigen Bild hier verabschiede ich mich auch wieder hier mit dem heutigen NASA-Action-Beitrag und bis die Tage dann.